Hallo, mein Name ist René Weber. Lassen Sie uns über den Automatic Eject sprechen. Der Automatic Eject. Was ist das? Wofür brauche ich das? In einem klassischen Backup-Konzept ist die Last Line of Defense die physikalische Entkopplung der Backup-Daten aus dem laufenden Betrieb. Die physikalische Entkopplung oder auch Airgap genannt, ist also die Entnahme des Mediums, das die Daten beinhaltet. Warum ist die Entnahme des Mediums wichtig? Dazu müssen wir uns anschauen, wie eine Backup-Software mit Tape-Libraries oder Virtual-Tape-Libraries kommuniziert. Die gesamte Steuerung der Tape-Library wird über die Backup-Software geregelt. Die Backup-Software entscheidet, welches Tape oder virtuelles Tape in das Laufwerk eingelegt wird und somit verfügbar ist und welches Tape wieder zurück in den Regalplatz, in den Slot gelegt werden soll, um somit offline zu sein und keinen Strom zu verbrauchen. Die Backup-Software kann auch dafür sorgen, dass ein Tape in den sogenannten Export- oder Mail-Slot geschoben wird, um somit für den Administrator entnehmbar zu sein. Solange Tapes oder Virtual Tapes jedoch nicht entnommen wurden, sind die Daten angreifbar. Denn über den gleichen Mechanismus kann auch ein Angreifer die Tapes wieder in das System zurückholen, ins Laufwerk legen und formatieren. Die physikalische Entnahme ist also in der Tape-Logik das, was die höchste Sicherheit generiert. Häufig stellen wir fest, dass Tape-Libraries als auch unsere Silent Brick-Systeme mit dem Virtual Tape Library-Modus in Rechenzentren gehostet werden, die möglicherweise restriktierte Zugänge haben, oder dass man keine Möglichkeit hat, direkt im Anschluss an das Backup die entsprechenden Medien zu entnehmen. Dieser Zeitversatz zwischen der Entnahme und dem Schreiben der Daten kann dafür sorgen, dass meine Daten angreifbar sind. Entsprechend haben wir in unserem System den Automatic Eject implementiert. Der Automatic Eject sorgt dafür, wenn ich das möchte, dass am Ende des Backup-Jobs, wenn die Backup-Software das Tape-Medium in den sogenannten Export-Slot schiebt, dies bei uns übersetzt wird in einen physikalischen Eject. Hierzu muss man wissen, dass jeder Slot, in dem sich Silent Bricks befinden, über eine Motormechanik ausgestattet ist. Die Motormechanik kann einen Silent Brick auswerfen und kann einen Silent Brick auch wieder einziehen. Beim Auswurf jedoch wird der Silent Brick so weit hinausgeschoben, bis die Verriegelung des Motors loslässt und ihn nicht mehr hineinziehen kann. Wird also ein Silent Brick am Ende des Backup-Vorgangs aus dem Gerät geschoben, kann über den gleichen Mechanismus dieser Silent Brick nicht mehr eingezogen werden. Hierzu bedarf es einer manuellen Handlung, indem man den Silent Brick ein kleines Stück zurück in das System schiebt, sodass er wieder eingezogen werden kann. Dieser Mechanismus hilft einem, direkt im Anschluss an das Backup den physikalischen Airgap herzustellen und somit die Daten so schnell wie möglich nach dem Backup-Lauf automatisiert aus dem Gerät auszuwerfen und somit den Airgap und die physikalische Entkopplung herzustellen.